Oh, was, warum denn nicht? Was ist das denn? Ich hab gedacht 4. Ich hab doch gesagt 4. Mein viel zum Forschen bleibt mir jetzt nicht mehr. Eigentlich nur unten links der Kack. Sehr gern. Ich glaube, früher wusste ich aber auch gar nicht, was ich hier zu tun hatte. Ich wusste, also die Terminals sind mir gar nicht so aufgefallen früher. Ja, jetzt zerstöre ich noch alle Einheiten, wenn du schon mal dabei bist. Da komme ich nicht hin. Das sind doch alles Atomdinger hier. Da ist ein Atomding dran, da ist ein Atomding dran. Hier glaube ich nicht, okay. Alles klar. Okay, dann gehen wir uns mal weiter Richtung unten, ne? Richtung Süden. Haben noch 20 Minuten Zeit für das letzte wahrscheinlich. Aber ich, das ist wahrscheinlich hier, ne? Noch viele Einheiten? Ich hoffe es nicht. Nein! Keine Grenadiere! Nach Frankreich zogen zwei Grenadiere. Hilfe! Bitte beschützt euch selbst. Ihr seid mir doch sehr ans Herz gewachsen. Und außerdem brauche ich euch, weil die sollen sich nicht wehren können. Komm, gib Gazen. Ja, und dann bringen wir erstmal gleich den Forscher um. Technobot. Der hört nur Techno. Ja, das sind nämlich eigentlich die Zivilisten. Aber das Lustige ist bei den Add-ons, und ich hatte mal einen ziemlich geilen Fail im Geklänkelmodus, weil das hat gern mal rumgekackt bei der PlayStation-Version. Und zwar war dann jeder Schuss eines Technobots eine Atombombe. Wirklich, der kam immer ein Atompilz. Das war eigentlich ziemlich amüsant teilweise. Der will, glaube ich, unbedingt sterben, ne? Du willst sterben? Ja, natürlich willst du sterben. Wer will das nicht, ne? Das Leben ist eh schon viel zu kurz. Ja, wahrscheinlich einmal hier ganz rum, ne? Oder hoffentlich hier unten. Aber ich glaube nicht. Das wäre nämlich zu nett von dem Spiel. Weil ich spiele ja gar nicht so böse, ne? Gibt bösere Spiele, definitiv. Was ich aber auch schön finde, glaube ich, an den Mechanobots, also an unsere Heilmenschen hier. Ich glaube, die heilen immer den, der den meisten Schaden hat. Und das finde ich sehr klug. Da kann sich KKND aber eine riesen Scheibe von abschneiden, obwohl KKND 2, glaube ich, sogar neuer ist. So, ich speichere hier nochmal ab, ne? Weil kein Verlust ist immer noch besser als ein Verlust. Test 2. Ich habe der neueste Spielstand, steht, glaube ich, immer oben. So, okay. Puh. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch zu viel Scheiße. Melde mich wie befohlen. Okay, ich will gar nicht nach unten, glaube ich, oder? Will ich nach unten? Ich glaube nicht. Ich bleib einfach mal oben. Bereit zum Einsatz. Sofort gestartet. Melde mich wie befohlen. Hallo. Grenadiere. Nein, gar nicht. Ach, scheiße, 20 Minuten, ey, die interessieren mich jetzt gerade nicht. Ich glaube, da unten will ich wirklich nicht. Ich glaube, ich will echt hier rein. Sieht für mich zumindest mehr danach aus, als wäre das. Okay, was habe ich gerade nochmal. Ich habe ihn nicht noch gerade gelobt, wegen seiner Klugheit. Das nehme ich wieder zurück. In Ordnung. Komm, bringt ihn um! Schlampe. Oh, du Heilige! Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Hallo? Ich glaube, ich will doch nach unten. Ey, nicht, ne? Also, das fände ich jetzt echt kacke. In Ordnung. Wenn das jetzt wirklich so wäre. Das ist doch ein Hund. In Ordnung. Alter. Da will ich nicht hin. Aber da muss ich wahrscheinlich hin. Warum hat der den ersten Schuss gesetzt? Und warum? Ey, ich hab nur einen Soldat. Ich guck mal einfach nach. Wenn hier jetzt das Terminal ist, ne, dann. Nein, lass sie ruhig ganz. Es ist alles Paletti. Oh, das sind ja doch bemannte Panzer, was? Warum? Jawohl. Nicht, es ist alles gut. In Ordnung. Ich bin gar nicht da. Sehr gern. Wo ist denn das Terminal? Ich brauche nur das Terminal. Oder neue Einheiten. Oder gib mir einen Panzer oder sonst irgendwas. Sofort. Kann ich mich hier dran vorbeimogeln? Das wär's natürlich. In Ordnung. Ich meine, bleibt ja eh nichts anderes übrig, als jetzt hier. Warum sind hier Panzer? Oder da? Ich habe keine Ahnung. Bin ich überfordert? Oh ja. Sofort. Ich will mich gerne vorbeimogeln. Riecht ihr mich? Ich darf mich nicht vorbeimogeln. Okay, dann geht's weiter nach links. Alter. In Ordnung. Sofort. Ich meine, theoretisch denke ich, ich möchte gerne so ein Ding bemannen. Ja, Sir. Ja, Sir. Erwarte Ihre Sofort. Befehle. Bitte. Sofort. Lasst mich da rein. Ich glaube, ich mache hiermit mal die Fässer kaputt, vorsichtshalber. Oder wahrscheinlich werden dann die Panzer wach und überfahren mich und so. Aber egal. Berufsrisiko nennt man sowas. Hier Mechanobot. Ja, Sir. Ach komm, hier, bleib mal hier weg.
Hey, genau, richtig. Natürlich. Nein! Ja, Sir, nein, 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 wir müssen weiter, wir müssen weiter, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Wo ist das letzte Terminal? Es ist nicht da oben, bitte nicht. Hier will ich es haben. Jawohl. Hier, genau hier, jetzt, da so. Sehr gern. Es ist hier nicht. Ich muss echt die ganzen Einheiten da oben kaputt machen. Moment, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich versuche irgendwie die Leute da vorbeizuschleusen. Nein! Die Idee war, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Okay, okay. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay, okay. Okay. Einsatz geladen. Das ist das Ablenkungsmanöver. Ich muss das Ablenkungsmanöver machen. Glaube ich. Ich muss auf jeden Fall, glaube ich. Jawohl. In Ordnung. Ja, ich muss auf jeden Fall dann erstmal nach unten. Sofort. Okay. Ich habe auch eine Lizenz zum Nichtsterben, ne? Nur so als Info am Rande. 20 Minuten. Ich glaube, ich muss das echt so machen mit dem Ablenkungsmanöver, oder? Ich bin gerade ein bisschen stolz, dass ich auf die Idee gekommen bin. Ganz alleine auch so. Ohne dass er gesagt hat, hey, ich mache ein Ablenkungsmanöver. Das ist für mich sehr viel wert. Ja, ja. Hm, das ist aber ziemlich geil dann, muss ich sagen. Okay, versuchen wir es doch mal. Da war jetzt nichts Böses mehr, ne? Außer so ein paar Panzer, die jetzt hier nochmal hinkamen, glaube ich. Ihr seid aber noch deaktiviert, oder? Okay, gut, alles klar. Sofort. Okay, ganz in die Ecke. Und schämt euch. Geht ja gar nicht, weil du seid ihr tot. Ihr verbrennt. Jawohl. Okay. Hoffentlich muss ich die dann nicht nur irgendwie rausführen oder so ein Scheiß. Das finde ich ja nicht so schön. In Ordnung. Was war das denn? Sag mal, wo kommst du denn jetzt her? Du warst gerade aber noch nicht da. Kann das sein? Wo kommt die denn jetzt her? Warum war die denn gerade nicht da? Komm, Blechbubi, tanz mal. Okay, dann wird das ja eigentlich relativ easy, denke ich mal, oder? Hallo Tanja übrigens, ne? Willkommen. Ja, zack, zack. So, komm, mach sie kaputt. Nacheinander. So, zack, zack. Zack. Der scheiß Hund auf jeden Fall weg. Okay, Ablenkungsmanöver brauche ich gar nicht, ne? Tanja macht das nämlich auch schon. Warum hatte ich sie denn aber davor nicht das interessiert? Habe ich da die falschen Fässer zerstört oder was? Oh mein Gott! Lauft! Lauft! Nein! Nein! Nein, nein, das kann nicht sein. Komm, Tanja! Nein! Ey, wie fucking böse das ist! Ja, ich will die Mission jetzt noch schaffen. Das ist mir Latten. Ich brauche eh nur 2 Minuten pro Part zum Rendern. Schnauze, laden, Test 2, ja. Einsatz geladen. Einsatz geladen? Aber warum habe ich gerade die Tanja bekommen? Wenn ich die jetzt nicht bekomme, ne? Dann fühle ich mich derbe vom Spiel verarscht. Macht mal hier die Leute kaputt, bitte. Ich verliere einen Menschen. Und Cyborg ist mir auch egal, wie Scheißwichser heißen. Ich lasse erstmal die Panzer erscheinen, ne? So von wegen so. Hey, guck mal, da kommen gleich 2 Panzer reingefahren. Toll, ne? Und euch setze ich mir doch mal ein bisschen weiter nach vorne, glaube ich. Bäh, ich krieg gerade ein bisschen Schmacht schon, ey. Ich wollte gar nicht so lange aufnehmen eigentlich. Jetzt haben wir mittlerweile schon 7 abends. Am 7.10. übrigens, habe ich das heute schon gesagt. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt gesagt. Sofort. Komm, Tanja! Geile Sau! Verstärkungen sind eingetroffen! So, komm jetzt mal hier hin. Da kommen nämlich gleich Hunde. Wo kommen die scheiß Hunde eigentlich her? Und dann beschützt mal schön den Invasor und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich mag die Lache von der Tanja. Könnte die Frau von Brian Fury sein. Genau deswegen. Oh, sehr gut. Das war wichtig. Der Hund muss weg.
Okay, du kommst angeschissen, deswegen muss ich ihn umbringen. Wo bleiben die Hunde? Wo bleiben die verfickten Hunde? Ich muss die mal so hinstellen, dass die auch anständig schießen können dann. Komm, Blechbubi, tanz mal. Da kommen sie! Ich meine, die kriegen das eigentlich ganz gut hin normalerweise. Wenn ich die nicht störe, dann kriegen die das wirklich gut hin. Haha! Ah, ist das Leben nicht schön. Die Wichser, ey. Wichserhunde. Bring sie mal so an den Computer. Ach echt, danke für den Hinweis, ja. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt bei der PlayStation-Version überhaupt so der Fall war, dass man immer so gesagt bekommen hat, was man machen muss. Das ist eigentlich mal eine gute Frage. Einsatz gespeichert. Man, da ist eh nur Weg nach draußen, denke ich mal. Und hier wird dann, denke ich mal, das Ambrosia sein, der letzte Computer. Hoffe ich mal. Ja. Was befindet sich denn hier jetzt noch? Böse Einheiten, ganz viele Hunde oder was? So 16 Stück. Noch sehe ich gar keinen. Da ist ein Hund. Haha. Okay, hervorragend. Pfui, der letzte Computer. Dann war der eine Computer, glaube ich, wirklich nur dafür da, um den Turm zu zerstören. Oh, ich will gar nicht meine Bewertung sehen. Echt nicht, ey. Pff. Fahren mit dem, hier, Dings nach draußen. Mit dem LKW, der jetzt hier reinkommt. Oh, wir haben es geschafft, denke ich mal. Oder? Kommandozentrale deaktiviert. Ja, ich habe die Mission geschafft. Das war eine der Missionen, wo ich die meisten Befürchtungen vorhatte. Wirklich. Achso. Ein Blindgänger, wo ein Vogel draufgeschissen hat. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Oh, in London. Ups. Aber wenn die Rakete schon abgeschossen haben, warum hat die Rakete denn keine Wirkung gezeigt? Oh! Gar nicht mal so schlecht, effizient und so, ne? Aber okay, das war die zweite Mission jetzt, klar. Und nicht die erste Teilmission. Das heißt, ich bin jetzt in Mission 11 oder wo bin ich jetzt? Jetzt war Mission 10, okay. Ich dachte, das waren jetzt zwei Missionen, das war aber tatsächlich nur eine. Okay, puh. Das war verflucht knapp. Andererseits besser knapp geschafft als knapp verpasst. Wenn diese Bombe hochgegangen wäre, naja. Sagen wir mal, wer überlebt hätte, säße jetzt wohl gerade im russischen Sprachkurs. Zum Glück ist das nicht der Fall. Sie und Ihre Mannschaft haben Stalin jede Suppe versalzen. Und das war der Todesstoß. Die Informationen, die Ihre Cyborgs gefunden haben, beweisen, dass diese vier Raketen alles war, was Stalin abschussbereit machen konnte. Jetzt, wo die atomare Gefahr beseitigt ist, wird es Zeit für unseren Gegenschlag gegen die UdSSR. Ihre Aufgabe ist es, die Gefechtszone um St. Petersburg freizukämpfen, damit unsere Schiffe den Bodentruppen helfen können, die sich auf Moskau zubewegen. Beginnen Sie mit der Zerstörung dieser sowjetischen Befehlszentrale hier. Sobald die Verbindung mit Moskau abgeschnitten ist, säubern Sie den Uferbereich, damit unsere Schiffe flussaufwärts fahren können. Okay, alles klar. Ich bezweifle stark, dass die Sowjets jetzt keine Atomwaffen mehr haben, aber ich lasse mal den Glauben. Übrigens, die Sequenzen, ne? Weil ich habe ja gesagt, so von wegen Jalousien und so, und jetzt zum Ende nochmal ein Krankenwagen, wie schön. Zwei mobile Bautenfahrzeuge, okay. Und ich habe Zeitdruck, okay. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal speichern. So. Die Videosequenzen, die sind in einer unglaublich kleinen Auflösung gehalten. Deswegen, weil ich die halt ein bisschen strecke, also das ist leider zwangsläufig so der Fall, habt ihr halt dieses Jalousienbild, aber dafür seht ihr jetzt nicht unbedingt, wie verpixelt das ist. Das ist dann schon. Ich meine, es ist nicht schlimm, man sieht auf jeden Fall nur alles, was man sehen muss. Von daher ist es okay. Auf jeden Fall, man merkt, so langsam bewegen wir uns Richtung Zielgerade. Also kein Vergleich mit KKD, wie lange ich dafür gebraucht habe. Und hier habe ich eigentlich auch nur 12 Minuten Zeit, finde ich eigentlich gut. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Jedenfalls, wieder mal zwei Missionen geschafft, das ist auch sehr gut. Wenn es so weitergeht, brauche ich noch drei Aufnahmen. Dann habe ich die Alliierten-Kampagne durch. Dann waren es insgesamt 7 Aufnahmen, glaube ich. Und bei KKD habe ich ungefähr das Doppelte gebraucht und war dann erst bis zur Hälfte durch. Und ja, okay.
Jedenfalls, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Aufnahme jetzt. Die letzte Mission fand ich richtig geil. Die war natürlich auch ein bisschen länger, weil die auch aus zwei Teilen bestand. Aber ich habe sie gemeistert. Ey. Ich bin so gut, dass ich diese scheiß Mission gemeistert habe. Wobei die auch im Endeffekt gar nicht so schwer war, wie ich mir vorgestellt habe. Aber okay, aber auch, man muss bedenken, ich kann hier in der Mission abspeichern. Sonst hätte ich das immer wieder von neu machen müssen, alles, wenn ich irgendwas verkackt hätte. Gut, ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage dann einfach, bis zum nächsten Mal. Tschüss.